Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 93. Bosch. Bevor die Episode anfängt, möchte ich dich noch einmal darüber informieren, dass du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über die Firma Bosch. Bosch steht für Verlässlichkeit, Innovation und Verantwortung. Die Marke ist weltweit für qualitativ hochwertige Produkte bekannt, die den Alltag der Menschen verbessern. Die Innovationskraft von Bosch prägt die Zukunft, während die unternehmerische Verantwortung sicherstellt, dass der Fortschritt im Einklang mit ethischen Prinzipien erfolgt. Die Geschichte der Firma Bosch erstreckt sich über mehr als ein Jahrhundert und zeichnet sich durch kontinuierliche Innovation, höchste Qualität und eine starke Unternehmensphilosophie aus. Gegründet im Jahr 1886 von Robert Bosch in Stuttgart, hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Technologiekonzern entwickelt. Die Wurzeln von Bosch reichen zurück in die industrielle Revolution des späten 19. Jahrhunderts. Robert Bosch, ein visionärer Ingenieur, gründete das Unternehmen mit dem Ziel, innovative Produkte zu schaffen und dabei höchste ethische Standards zu wahren. Der Durchbruch erfolgte 1902 mit einer Erfindung, die die Effizienz von Verbrennungsmotoren revolutionierte. Dies markierte den Beginn der Erfolgsgeschichte von Bosch in der Automobiltechnik.
Während der beiden Weltkriege spielte Bosch eine entscheidende Rolle in der Rüstungsproduktion. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg stand das Unternehmen vor großen Herausforderungen. Unter der Leitung von Robert Bosch Junior wurde eine klare Abkehr von der Rüstungsproduktion eingeleitet und die Firma konzentrierte sich verstärkt auf zivile Anwendungen und Alltagsgeräte. In den folgenden Jahrzehnten etablierte sich Bosch als globaler Player in verschiedenen Sektoren wie Automobiltechnik, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, erneuerbare Energien und Industrietechnik. Die Firmenphilosophie von Bosch basiert auf den Prinzipien, die Robert Bosch einst formulierte: Qualität, Verantwortung und Innovationsgeist. Qualität steht im Mittelpunkt jedes Produkts und jeder Dienstleistung von Bosch. Dieser Fokus auf Qualität ist nicht nur ein Versprechen an die Kunden, sondern auch ein Ausdruck der unternehmerischen Verantwortung. Bosch legt großen Wert darauf, nachhaltige und gesellschaftlich verantwortliche Entscheidungen zu treffen, die über kurzfristige Gewinnziele hinausgehen. Der Innovationsgeist ist ein weiteres zentrales Element der Unternehmensphilosophie. Bosch investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um innovative Technologien und Lösungen hervorzubringen. Das Streben nach Verbesserung und die Offenheit für neue Ideen prägen die Arbeitskultur bei Bosch. Bosch hat im Laufe der Jahre seine Geschäftsbereiche diversifiziert, bleibt jedoch seinen Kernkompetenzen treu. Ein Hauptfokus liegt weiterhin auf der Automobiltechnik, wo Bosch
als einer der führenden Zulieferer weltweit anerkannt ist. Von hochentwickelten Antriebssystemen bis zu modernen Fahrerassistenzsystemen setzt Bosch Standards in der Automobilindustrie. Darüber hinaus spielt die vernetzte Welt eine zunehmend wichtige Rolle im Fokus von Bosch. Das Unternehmen ist maßgeblich an der Entwicklung von Internet of Things, IoT-Lösungen beteiligt, die von Smart Home-Technologien bis zu Industrie 4.0 reichen. Bosch treibt die Digitalisierung voran und nutzt die Chancen, die sich aus der vernetzten Welt ergeben. Ein weiterer Schlüsselbereich ist die Umwelttechnik. Bosch engagiert sich stark für nachhaltige Lösungen und erneuerbare Energien. Von effizienten Elektroantrieben bis zu intelligenten Energiemanagementsystemen trägt Bosch dazu bei, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Die Deutschen lieben Haushaltsgeräte von Bosch. Die Beliebtheit von Bosch Haushaltsgeräten kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Einer der Hauptgründe, warum Bosch Haushaltsgeräte so beliebt sind, liegt in ihrer ausgezeichneten Qualität und Langlebigkeit. Die Marke hat sich einen Ruf für Produkte erworben, die nicht nur den höchsten Standards entsprechen, sondern auch robust und zuverlässig sind. Vom Geschirrspüler bis zur Waschmaschine sind Bosch-Geräte darauf ausgelegt, den täglichen Anforderungen im Haushalt standzuhalten. Dies trägt dazu bei, dass Verbraucher Vertrauen in die Marke haben und ihre Geräte als
langfristige Investition betrachten. Bosch hat sich verpflichtet, energieeffiziente Haushaltsgeräte anzubieten, was nicht nur den Verbrauchern dabei hilft, Energiekosten zu sparen, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Viele Bosch-Geräte tragen das EU-Energielabel, das die Energieeffizienzklasse anzeigt. Die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien ist ein weiterer Grund, warum Bosch Haushaltsgeräte bei Verbrauchern beliebt sind. Die Kundenzufriedenheit spielt eine entscheidende Rolle in der Beliebtheit von Bosch Haushaltsgeräten. Der ausgezeichnete Kundenservice von Bosch trägt dazu bei, dass Verbraucher Vertrauen in die Marke haben. Garantien, Reparaturdienste und eine effiziente Kundenbetreuung sind Teil des Engagements von Bosch für Kundenzufriedenheit. Hast du auch ein Gerät von der Firma Bosch? Wenn ja, bist du zufrieden mit der Qualität? Schreibe deine Erfahrung in die Kommentare. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke an euch, meine Zuschauer. Und danke an meine Patreon- und YouTube-Mitglieder. So, genug geredet. Jetzt die Vokabeln. Verlässlichkeit. Reliability. Im Einklang mit. In harmony with. Gründen. To found. Der Durchbruch. Breakthrough. Der Innovationsgeist. Innovative Spirit. Streben nach. Striving for. Treu. Loyal. Zurückführen auf. Lead back to. Zuverlässig. Reliable. Sparen. To save. Dazu beitragen. Contribute to. Kundenzufriedenheit. Customer satisfaction.
So, das war es mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.